Hallo und herzlich willkommen, ich heiße Stopfer15Refe4 und wir spielen natürlich Alien Nation weiter, hier bei Last Spielen. Ja, und wir begeben uns heute zu der Ukraine, genauer gesagt nach Pripyat und mal sehen, was da passiert. Also ich muss gestehen, ich habe jetzt mich richtig aufgelevelt, ich besitze jetzt gute Waffen, denn jede Mission ist so unglaublich hart geworden. Das werdet ihr aber wahrscheinlich noch sehen. Auf jeden Fall, habe ich jetzt drei verschiedene Waffentypen. Und, wir werden gleich sehen, wie sie reinhauen. Ja? Okay, wir sind natürlich öffentlich, dann können auch Leute bei mir beitreten. Und wie ihr seht, gibt es da auch, jetzt richtige Waldstücke. Mal sehen, wie das aussieht. Wir werden auf der Expertenstufe spielen. Ich hoffe, dass es nicht so schwer wird, aber das werden wir gleich sehen. Northern Light has established contact with a second Tri-Star Array named Red Star, located near the old Chernobyl power station in Pripyat. This mission takes you deep behind enemy territory, into the heart of the European zone of alienation. Your first objective is to clear the perimeter around the landing area, from which we can stage further operations. Tja, ihr habt ja gerade gehört, was wir tun sollen, und das werden wir jetzt auch erledigen. Ich würde mal sagen, wir starten auch. So, hier war ich noch nicht. Pripyat, Captain. The Xenos attacked the city in 1986. UNX couldn't push them back and were forced to cordon off the area and cover it up as a reactor meltdown. And the Xenos have been here ever since. Power shot. But why did the base's defenses fall so easily? Good question, Major, but it will have to wait for now. The automap is detecting a huge area of infestation. Auf jeden Fall sollten wir uns gründlich umsehen, denn es gibt hier recht häufig auch seltene Gegenstände, die man finden kann. Und ich darf euch auch sagen, hier, es gibt auch... Ups, ich habe jetzt falsch... wo kommt der denn her? Ich habe jetzt verschiedene, andere Spezialfähigkeiten. Ich habe zwar den Schutzschild, aber der ist jetzt verbessert. Ich habe auch etwas anderes. Aber auf jeden Fall, wie ihr seht, haben die Soldaten jetzt Scharfschützen. Beziehungsweise Scharfschützengewehre. So. Okay, hier ist was zum Einsammeln. Das verbessert natürlich unsere Kraft. Ja, ich wollte eigentlich was nur machen, wollte ich sagen. Oh. Ja, das ist der Powerschuss. Ziemlich geniale Waffe. Und das ist schon meine stärkste, die ich glaube ich habe. Ja, wie ihr seht, ist jetzt der Schutzschild deaktiviert. Und die Waffe kann ich jetzt auch zerstören. Das war gut. Ich habe natürlich jetzt mein Mikrofon etwas besser aufgestellt, damit ich auch vom Geschehen mehr erleben kann und vor allem, dass ich dann noch mehr reden kann. Denn, es ist natürlich beim Let's Play auch wichtig, etwas zu erzählen. So, die hätten auch schon mal erledigt. So, der Respawn-Punkt ist jetzt auch gesetzt. So, die hätten wir schon mal erledigt. Ich bin gerade nur am gucken. Ich kenne ja, wie gesagt, die Mission hier noch gar nicht. Ich habe die Anfangsmissionen immer und immer wieder gespielt, weil man da eben halt sehr seltene Gegenstände kriegt. Das könnten wir hier auch mal machen. Und wenn man mit mir mitspielen will, das Spiel selber besitzt, ja, dann kann man das natürlich auch tun. Man muss sich nur bei mir melden. Und dann... könnte man eventuell mal mit mir zocken. So, das war eine andere Fähigkeit, die ich habe. Und jetzt werde ich mal das Geschütz aktivieren. Aber man könnte jetzt denken, ich bin viel zu sehr overpowered. Das stimmt aber nicht, denn es gibt hier Gegner, die... fügen einen so viel Schaden zu, vor allen Dingen auf der Schwierigkeitsstufe hier. Das werdet ihr auch bald sehen.
So, wir müssen Xenonester zerstören. Okay, das alte Spiel. Und wie ihr seht, hier ist auch schon ein sogenannter Boss. Dem würde ich mich alleine aber nicht gerne stellen. Denn alleine ist es ziemlich schwierig, um ihn zu besiegen. Also wir könnten es zwar schaffen. Aber ich mache erstmal die Nester hier kaputt. Oh nein. Powershot. Ja, Horn sind jetzt auch neu. Zumindest für euch. Für mich nicht. Aber auf jeden Fall kriegt man da besonders viele Kerne. Und man muss aufpassen, die Horde kann von überall kommen. Zumindest wenn es dort Punkte gibt, wo sie angreifen können. Oh, da will jemand gerade beitreten. Ah, okay. Mein Bruder ist mir beigetreten. Powershot. So. Oh. Hier waren doch irgendwo Nester. Kann man die... Ich will die zerstören. Ja, wie ihr seht, da kommt auch ein Kommandant und der ist ziemlich hardcore. Ups. Ich habe eine Zusatzfähigkeit, wobei ich nicht gleich sterbe. Ja, aber das Ereignis ist auf jeden Fall fehlgeschlagen. Ach ja. Aber man sieht, sind trotzdem noch die Kommandanten hier. Oh weia, es ist ziemlich hardcore hier. Ich könnte ja natürlich auch ein paar Fähigkeiten aktivieren hier. Powershot. Captain, those things pop out Xenos at an alarming rate. Ach, verdammt, ich habe schon die Fähigkeit genutzt. Ich wollte gerade eine Spezialfähigkeit aktivieren. Nein! Oh, Glück gehabt. Man sieht, ist die Powershot ziemlich gut. Oh, entschuldigt, ich habe jetzt gerade zu laut gepustet in mein Mikrofon. Das tut mir leid. So, da müsste hier, glaube ich, noch irgendwo ein Nest sein, beziehungsweise... Ja, wie ihr seht, ziehen die ganz schön viel ab, die Viecher. Also, das ist schon krass. Ich frage mich, wo diese ganzen Nester sind. Ich habe davon nicht viel gesehen. Hm. Oh, war ja, der Tee ist ganz schön stark, wie man sieht. Wow. Ja, wie man sieht, das ist ganz schön stark, das Mistvieh. Aber ich muss hier schnell weg, damit ich mich heilen kann. Komm mal her. Okay.
So, damit hätten wir einen Kommandanten erledigt. So, ich muss noch mal meinen Kameraden wiederbeleben, der hier hinten ist. Ja, wo ist er denn? Ach, da. Bin jetzt falsch gelaufen. Ja, es ist schlimm, wenn man die Karte nicht kennt, dann weiß man natürlich auch nicht, wo diese Nester sind, die man zerstören muss. Das wird mir aber hier angezeigt, oder nicht? Also, Leute, ganz ehrlich, ich verstehe es noch nicht so ganz. Das ist schön, aber leider bringt uns das recht wenig, denn es sind noch ganz schön viele hier. Und wie man sieht, ist ein Kommandant hier auch noch in der Nähe. Oh, war ja. Ja, wie man sieht, nähert sich schon wie eine Horde. Aber kein Problem. Die machen wir platt. So. Wie man sieht, ist hier ganz schön viel Action. Los. Ich hoffe natürlich, dass euch meine Let's Plays dazu gefallen, beziehungsweise lasst spielen. Ich versuch's immer so gut wie möglich aufzubauen, wenn es denn geht. Ja, wie man sieht, ist der andere Kommandant mit einem Schutzschild versehen. Oh, verdammt, bin tot. Ja, da sieht man es mal. Das Vieh ist ganz schön stark. Und, ja. Das ist eine harte Nuss. Und der ist ja auch Stufe 16. Wir sind in der Stufe. Oder ich bin fast Stufe 14. So, ihr werdet mal jetzt zusehen, wie mein Kamerad kämpft. Oh. Ja, wir haben ihn besiegt. So geht es. Wenn man ein gutes Team ist, dann kann man auch es wirklich gut schaffen. So, wir müssen immer noch die Nester zerstören, wie man sieht. Aber hier schon mal nichts. So. Wie man sieht. Ja, brauchen sie eine Weile, bis sie feuern können. Verdammt! Nein! Ich wurde schon wieder getötet. Ja, es tut mir leid, aber man sieht ja, wie schwer es ist. So, ich werde aber gleich wiederbelebt, denke ich mal.
So, los geht's. Ja, wir müssen noch ein Nest zerstören. Oh. Da war ein Geschütz, jetzt ist es weg. Meine Fresse, ist das eine Action. Wir müssen aber erstmal woanders hin, denn ich muss die Nester zerstören, ansonsten haben wir ein Problem. Power Shot. Verdammt, wo hat der denn gerade hingeschossen? Ja, wie man sieht, ist ganz schön heftig die Mission. Wir haben zwar eine Menge Glück. So, damit hätten wir es geschafft. Not so fast. I'm picking up a large moving signature. Overseer class at least, you need to take a closer look. Wir müssen einen Aufseher eliminieren. Nice. Over here. Wait. Oh weia, schon knapp her. Oh nein, das ist der Aufseher. Nee, doch nicht. Der Aufseher war auch nur... Oh verdammt nochmal. Na, ihr seht ja, die Mission ist wirklich schwer. Obwohl wir schon wesentlich bessere Ausrüstung haben, beziehungsweise ich. Mann, 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 ganz schön los. Oh, Glück gehabt. Wir hatten richtig, richtig Schwein gerade. So, damit hätten wir den auch erledigt. So. Wie viele Minuten haben wir eigentlich gespielt? Das müsste ich jetzt gerade mal wissen. Okay, wir sind bei 19 Minuten, das ist gar nicht mal so kurz, deswegen begeben wir uns zum Evakuierungspunkt. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall dann zum nächsten Mal bei Let's Play bzw. Last Spielen Alien Nation. Bis dann und tschüss!